Trommler, die radikal politisch getrommelt haben. Und ich bin sehr gespannt, was uns jetzt erwartet. Meine Damen und Herren, viel Vergnügen mit Fargo Itramnet. Aus Wien? Richtig. Linz? Ja, ist ja fast Wien. Okay. Aus West-Wien. Fargo. Grüß euch, hallo, servus. Ich brauch keinen Weltfrieden, ich hab einen Weltschlitten und mein Krawoden, die hat daher die Ohren geschnitten. Was war meine Leistung? Ich geb einen Scheiß drum. Für die Integrität ist es leider längst zu spät. Mein Firmengeflecht ist dichter als der Lugner jemals war. Manche bestechen Richter, bei mir spricht die Krone vor. Ich hab einen Einfluss, das man selber schon krass. Jeder hat seinen Preis und der ist geringer als man glaubt. Die Drucken würden aber uns Kunden. Nach oben wird bugelt und drehen wird nach unten von meinen Spesen. Haben sie gelesen, da haben die Leute gleich alle anneid. Die Mühlen der Justiz malen langsam, weil man so gut spielt. Die Unschuld ist keine Vermutung, ich kann gar nicht verlieren. Sag nicht, weil ihr kommt, ist nicht gut. Ich träum aber nicht. Gib bitte, mach doch nicht so ein Weide. Ein bisschen Tricks tut doch jeder. Und wenn ich war, das gleich. Das ist echt super. Vielen Dank. Fargo Itramnet. Ich bin ja schon froh, dass das hier anders als im Film niemand am Ende in einem Häcksler endet. Darf ich fragen, gegen was sich euer Song gerichtet hat? Achso, ihr war eigenes. Ja, danke. ja, gegen all die Bösartigkeiten, die in der österreichischen Politik ablaufen und auch in der Privatwirtschaft. Und in der Gesellschaft natürlich. Gesellschaft okay. Kann man ja nicht ausschließen aus der Privatwirtschaft. Ein Song also gegen alles Böse. Ich darf mich bedanken. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Das war Fargo.
Übrigens finde ich, als jemand, der lange in Süddakota gelebt hat und deswegen mit vielen Amish-People groß geworden ist, ich mag das immer sehr, wenn Männer so aussehen wie ihr. Also so etwas altväterlich. Mit Hosenträgern. Großer Hosenträger-Fan. Martin Blumenau, dein Eindruck von diesem Song? Ich sehe das ja eher als die österreichische Antwort auf Mumford & Sons. Also. Und nicht so sehr auf irgendwelche... Die haben ja auch so altvaterische Sachen an. Sind aber sehr, sehr angesagt bei den jungen Menschen, habe ich gehört. Hat mir gut gefallen. Ich schaue mir immer das Halbfinale an, das immer vor genau 3,5 Wochen oder so vor dieser Veranstaltung stattfindet. Und das ist die Band, die von dort bis hier am meisten gewonnen hat. Also alle anderen waren auch eindrucksvoll, aber die sind mir damals entgangen und heute, das hat ziemlich geknallt. Also ja, bin irgendwie ein bisschen beeindruckt. Ja. Überrascht mich total, Martin, aber bitte, soll sein. Ich darf zur linken Seite rübergehen, nicht politisch, sondern geografisch. Wer von euch möchte etwas sagen? Hat jemand... Ja, Peter Paul. Links und rechts sind auch nur Himmelsrichtungen, also täusch dich nicht. Links und rechts, ja. Genau. Beeindruckend, wie dem Martin Blumenau zu entnehmen war, also wie seinen Aussagen zu entnehmen war, ihm persönlich hat man ja nichts entnommen, war die Anzahl der Musiker. 9 Musiker, schwarz-weiß gekleidet, Song Contest tauglich und für die, die es nicht sehen können, das Schlagzeug wurde aufgeteilt auf 3 Personen. Also was vorher eine Schlagzeugerin alleine gespielt hat, haben diesmal 3 Herren gespielt. Ja, aber es ist sehr oft so, auch in der Privatwirtschaft, was eine Frau macht, dafür braucht es 3 Männer. Ja. Moment, also das war jetzt so... Das war so billig, während ich das gesagt habe, wusste ich schon, für so einen Scheißsatz kriegt man sofort Applaus. Das ist so einfach. Gut. Aber es hat auch einen Nebeneffekt, wenn 3 Männer Arbeit haben. Es ist ein Beschäftigungsprogramm praktisch. Die Frauen haben zu Hause, wie die Doris richtig bemerkt, eine Ruhe und können in Ruhe bügeln. Ja, so ist es in der Wirklichkeit. Nein? Doch nicht. Nein. Also, mir haben auch gut gefallen die historischen Instrumente. Ich glaube, es war eine Heimorgel vom österreichischen Heimorgelorchester aus den 50er Jahren. Und der Trompeter hat den Geist von Don Cherry auferstehen lassen. Und auch passend dazu auf einem ganz kleinen Klavier. So viel nur für die reinen Hörer und Hörerinnen. Okay. Wir sind soweit. Vielen Dank übrigens, Peter Paul. Wir sind soweit. 2 Starter gibt es noch